Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und Elex. So, wir sind noch ganz am Anfang des Spiels, genau. Hier bin ich beim letzten Mal angekommen. Und wo war die Karte? Das Schild konnte ich noch nicht. Genau, die nächsten Punkte wollte ich in Konstitution stecken. Die rostige Axt ging. Das ist auch die, die ich ausgerüstet habe. So, erstmal wieder reinkommen. Ist schon wieder ewig her, dass ich es gespielt habe. Ich habe noch 3 Lernpunkte über, aber die wollte ich noch nicht verbrauchen. Genau, weil ich einen Persönlichkeitslehrer finden wollte. Aber um das machen zu können, fehlt mir auch Gerissenheit. Okay. Sockel, okay. So, ich nehme mal an. Händler, Lehrer, das ist ja praktisch. So, was ist das? Ach, das sind die Teleporter. Händler und Persönlichkeitslehrer. Aber lernen konnte ich bei ihr, glaube ich, nicht. Lehrer. Das war der andere Ausgang. Okay, dann ich wollte als nächstes einen Blick. Muss hier kurz was am Stream einstellen. Aua. So, jetzt habe ich es. Ich will doch auch mitkriegen, wenn ihr was schreibt. Okay, weiter geht's. Also, ich wollte, glaube ich, als erstes Absturz offenbar. Genau, meinen Gefährten wollte ich eigentlich. Und der soll da sein, Crony. Warte mal, aus welcher Ecke kam ich? Da oben nicht. Kleines Lager. Missionsziel. Na dann gehe ich dahin. Genau die entgegengesetzte Richtung. So, ich habe so gespeichert. Ich frage mich, ob ich hier. Ob ich jetzt hier fertig war. Ich weiß, dass ich oben war. Aber hier unten waren noch Leute und da bin ich nie rein. Okay, bei den anderen Häusern hat man ja richtig gesehen. Hallo. Wenn du dich ausruhen willst, such dir einen freien Platz und erhole dich. Und wenn du Hunger hast, finden wir sicher auch noch etwas Essbares. Danke. Für Fremde mag es immer den Anschein haben, wir würden nur nach dem Gesetz leben. Aber wir haben auch ein Herz für alle Gestrandeten, die bereit sind, ihrem alten Leben abzuschwören. Ich versuche stets durch meine Offenherzigkeit Neuankömmlinge von unserer Sache zu überzeugen. Offenherzigkeit. Viele wissen es anfänglich nicht zu schätzen und haben Schwierigkeiten, sich in unsere Gemeinschaft zu integrieren. Aber ich denke, das gibt sich mit der Zeit. Wer außerhalb unserer Mauern aufwächst, wird zwangsläufig durch allerhand Gefahren abgehärtet. Da ist es mehr als verständlich, dass zwischenmenschliche Dinge auf der Strecke bleiben. Zwischenmenschliche Dinge.
Seit wann gehörst du den Berserkern an? Ich bin hier geboren und kann mir keinen besseren Platz vorstellen. Mir fällt das nicht schwer. Mir fällt das nicht schwer. Du weißt offenbar nicht, was du da von dir gibst. Da draußen vernichten die Alps alles Leben, Stück für Stück. Und auch... Aber... So, ich lade nochmal schnell neu. Der Text war aber auch gerade ein bisschen seltsam, fand ich. Jetzt nicht. Wie auch immer. Wo ist denn die Tante hin? Ich stand doch hier eben noch. Ich kann 3 Krüge nehmen, aber den 4. nicht. Eine schöne versiffte Couch. Ah, das nervt. Oh, eine Energiezelle gefunden noch. Sind wir noch nicht wieder da? Wo ist die denn hin? Ein Werbeflyer. Hier kannst du besondere Steine einsetzen und mit der entsprechenden Fähigkeit und dem richtigen Rezept Waffen modifizieren. Tränke brauchen oder Schmuck herstellen. Ich glaube, das sollte Tränke brauen heißen. So, anfertigen. Das sind doch die Sachen, die ich schon habe, oder nicht? Mhm. Steigern geht auch. Schaden plus 24. Benötigt Geld, Mana und Goldbrocken. Das ist ja interessant. Aber auch neue Voraussetzungen, okay. Sollte man also vorsichtig sein, irgendwas abzugraden. Ach du Scheiße. Einer muss den Sauhaufen hier führen. Manche Dinge brauchen Zeit. Da bin ich anderer Meinung. Hier wird man dauernd angebaggert. Hier wird man dauernd angebaggert. Mehr etwas beweisen. Wie denn auch in einem Lager voller Männer? Jetzt. Erstmal was trinken. So, ich muss dann los. War sie das? Nein. Jetzt steht sie da. Hallo, wenn du dich... So, das hatten wir. Danke auch. Seit wann? Wenn du das sagst. Wir haben unser Leben auf das Essen. Nichts von dem, was du denkst, zu... Ich könnte mich an das Leben hier gewöhnen. Ich würde es dir wünschen. Nimm mich zum Beispiel. Nimm ich habe hier nicht nur eine Aufgabe, sondern auch meinen Mann gefunden. Und was braucht der Mensch mehr als eine Aufgabe und jemanden, der... Hast du... Natürlich. Glaubst du, ich stehe nur am Herd, um den Männern... So war das nicht. Gut. Denn ich mag es gar nicht. Nur als ich Ragnar einmal gezwungen habe, für uns zu kochen... Da musste ich eine Woche lang... Kommen wir lieber auf deine Frage. Ich sehe mich ab und an auf unseren Feldern. Kämpfen kann ich zwar auch, aber ich muss... Mein Platz ist an Ragnar.
Ach, das ist Ragnars Frau. Was ist? Ein seltsames Relikt aus der alten Welt, nicht? Ich nehme an, wer immer hier gelebt hat, war auf der Suche. Wenn du willst, geh auf eine der höher gelegenen Plattformen und lass die Ort. Dann bekommst du eine vage Vorstellung, wie schön. Warum? Mein Mann ist sehr eigen und unter uns, er teilt nicht gerne. Darum lässt er auch nicht jeden unserer Leute hier quatschen. Das ist wahrscheinlich auch besser so, denn nicht jeder Raum ist vertrauenswert. Davon abgesehen gibt es nicht wenige, die sich dem Holz stark verbunden. Dem Holz? Wie hältst du es mit Ragnar aus? Du meinst, weil er sich wie die Axt im Wald... Ja. Das ist doch alles nur Fassade. Und mir gegenüber benimmt es... Aber das sind Dinge, die dich eigentlich nicht... Ich such... Oh, du hast meine kleine Rede wohl zum Anstoß. Gut, dann lass mal sehen. Ich für meinen Teil kümmere... Auch wenn ich Angrim oftmals nicht zustimme, was seinen Gesetzeseifer angeht, muss ich ihm in einer Sache recht. Fremde Dinge bringen Ärger mit sich. Und den mit... Es gibt... Wie man es nimmt. Wir müssen uns mit... Darum bin ich froh, wenn wir neuen Ärger ver... Aber lass mich... Unsere Jäger haben mir berichtet, dass ein paar Kleriker vor kurzem von ein paar Mutanten über... An und für sich kann uns das natürlich egal sein. Denn sie haben in Edan nichts... Aber ihre Waffen... Und in falschen Händen. Ich will, dass sie gefunden und zum Werker Jora gebracht. Nur unsere Werker verstehen es, diese Gerätschaften und... So, ich habe die Waffen ja schon. Und der eine Typ, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Auch ein Kleriker, glaube ich. Die andere Fraktion. Wollte die Waffen haben. Warum haben die Jäger die Waffen der... Sie wussten es nicht besser. Durch unser Gesetz sind einige so verunsichert, dass sie keinen Finger an etwas... Dabei hätten sie die Waffen nur zum... So, speichere ich nochmal drüber. Ich hab... Dann zögere nicht. Ich möchte nicht... Pass auf dich auf. Nimm das nicht persönlich. Ich denke, du kannst... Manche Dinge brauchen Zeit. So nicht. Ich muss jetzt wirklich los. Wenn sich das jeder erlauben würde. Ein Dieb! Scheiße. Oh nein! Ich wollte gerade sagen, solange nicht daneben steht... Nicht. Unterschreiben würde ich das nicht. Nicht nehmen, verboten. So sicher ist das nicht. Kann man es nehmen. Ich kann dich sehen. Oh, verdammt. Ich kenne den Typen nicht. Haben wir hier noch eine Drohnenkontrolle? Krals Tagebuch. Mal sehen. Es geht ihm immer schlechter. Ich habe heute eine alte... Morgen werde ich ihn dort... Hier Ende. Er hat also... Was ist das Rote da unten eigentlich? War nicht so ein Ding auf dem Dach auch? Okay, also mit den Kristallen kann man nicht wirklich interagieren. Bevor ich jetzt hier runterspringe, sollte ich nochmal speichern. Was haben wir denn hier? Ein Totenplünderer. Eine tote Ratte. Elektroschrott, Toilettenpapier, ein Spielzeug-Dino. Okay, der ist scheinbar schon eine Weile tot. Und Goldbrocken.
So, ich nehme mal an, dass dieser Punkt auf der Karte, der gelbe, meine Questmarkierung ist. Ich wollte ja meinen Gefährten da finden. So, kurz zur Karte mal schauen. Ich wollte wissen. Ich laufe in die Richtung. Und da war auch die Persönlichkeitstrainerin. Das ist so ein grüner Punkt auf der Karte. So. War da was? Achso, das war der Raritätentypi. Was wurde mir gesagt? Zu Jora sollte ich gehen. So, meine Questmarkierung ist genau hier. Wer treibt sich denn hier um? Analyse, Systemfehler. Crony! Hier hast du dich also versteckt. Hattest du nicht den Befehl, an meiner Seite zu bleiben? Analyse, Absturz, Commander. Überlebenswahrscheinlichkeit 8%. Gut zu wissen, dass wir beides geschafft haben. Immerhin haben sie dich noch nicht auseinandergenommen. Da sich der Plan geändert hat, könnte ich gut Unterstützung gebrauchen. Systemfehler. Technische Störung. Was ist das Problem? Analyse. Waffensystemausfall. Steuerungssystem defekt. Was ist mit deiner Wiederherstellungssequenz? Kannst du den Fehler beheben? Analyse negativ. Befehl unzulässig. Reparatur nicht ausführbar. Ist offenbar etwas komplizierter. Statusbericht über... Primärziel, Lokalisierung und Sicherstellung von Thorald, oberster Anführer der Berserker. Gescheitert. Primärziel, Sicherstellung von Daten zum Umkehrungsprozess reinen Elex in Mana. Sekundärziel, Edan nach Schwachstellen in der Berserkerabwehr auszukundschaften. Tja, war ein voller Erfolg, was? Negativ. Warum hast du... Analyse erbrachte geringe Überlebenswahrscheinlichkeit. Versuch wurde gestartet, die Missionsziele zu System... Der wollte selbst die Mission ausführen. Dann wirst du auch nicht viel vom... Analyse. Negativ. Exekution. Versagen wird nicht geduldet. Es schwächt das... Ist mir bekannt. Exekutionen enden aber üblicherweise. Ja, ich schätze. Am besten, ich starte dein Wartungsprotokoll. Dieser Ort ist nicht sicher, also geh jedem aus dem Weg und begib dich zur geschützten Reparaturstation in Nord-Abess. Commander, Protokoll A73. Alles klar. Wir sehen uns später in Abessa. Warum hat er nicht gesagt, dass seine Navigations... Blablabla, defekt sind. Und da kann er einfach dran vorbeifahren. Ja, ungestört. So, wenn das hier schon Diebstahl ist, dann sollte ich vielleicht speichern.
Bewegungssensor. Sieht aus wie ein riesengroßer Pokerchip. Ganz viel Zeug. Metallschrott. Wahrscheinlich hätte ich hier jetzt auch schon genug Teile gehabt, um ihn zu reparieren. Stellenweise. Dass man aus dem Menü nicht rauskommt. So, hier drinne war ich aber glaube ich noch nicht. Oh, geht das nicht schneller? So, was haben wir denn hier? Ein paar Pfeile. Das war's. Ich darf da nicht raus. Wenigstens konnte ich so abkürzen. Für Unbefugte ist der Zutritt zum Schlund verboten. Kennst du einen Wachkollegen namens Alva? Wenn du glaubst, du kannst dich an mir vorbeiquatschen. Eldur sucht. Ach, daher weht der Wind. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, wir haben ordentlich einen gesoffen. Der hatte echt Merk. Am nächsten Tag bin ich unterhalb der Balkone von Ragnar. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen. Ich weiß nur, dass ich ziemliche Scheiße gebaut haben muss. Meine Frau war Tier. Vielleicht sollte ich den Ort. Mach da. Leute, wie weit weg? Für un. So, in der Hütte war ich drin, glaube ich. Ein rosa Punkt. Was ist ein rosa? Der Teleporter vielleicht? Ja, das ist der Teleporter. Setzerbrot. So, bevor ich jetzt hier aber den ganzen Weg lang laufe, sollte ich vielleicht auf der Karte mal gucken. Wie weit das entfernt ist und das ist richtig weit entfernt. Nee, das mache ich jetzt nicht. So, was machen wir dann als nächstes? Ach so, das war das. Egal, was Hauptsache, ich bin besser geschützt, geschoren, ne? Mhm. Genau, den Typen, wo ist der hin? Das ist auf jeden Fall nicht so weit wie das andere. Aber vielleicht sollte ich da lieber da lang laufen, weil die Distanz werde ich nicht überspringen können. Da unten geht auch ein Weg lang, auf dem ich früher oder später auch dahin komme. Hoch. Könnte mich doch eigentlich auch. Ach so, benutzt man die gar nicht. Dahin teleportieren, habe ich gerade überlegt. Aber eigentlich macht das auch nicht wirklich besser. Einen Moment. Was denn? Ach, nur eine Kleinigkeit. Und da du dich sicher gut mit den Nebelkrähen stellen willst, wirst du mir. Kann ja nicht sein, dass ich der Einzige. Was? Na was wohl? Ein B. Wer uns Wachen hilft, aber vom Quatschen bekommt. Dein Kumpel Alva ist tot.
Ich meine... Hörst du schlecht? Ja, war klar, dass das mit dem... Danke, dass du... Wo ist sein... Unterhalb des großen Rohr. Alles klar. Ich werde mich um seine... So, wir sind über 25 Minuten. Ich mache eine kleine Pause und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss!